Okay, we shall go direct to our sister, Napoli. Jetzt geben wir das Wort an unsere Schwester Napoli. It's sometimes good to smile. Manchmal ist es gut, zu lächeln, bevor man anfängt zu sprechen. Greeting you all, brothers and sisters. Euch alle hier zu treffen, Brüder und Schwestern. And the fellow fighters and activists. Und alle, die hier gemeinsam kämpfen, Brüder, Schwestern und Aktivisten. From the first point, when we are the fighters of human rights, wherever you are, it's not only your country, you fight for the human rights, wherever you are. Von dem ersten Moment an, dass wir angefangen haben zu kämpfen für Menschenrechte, nicht nur in den Ländern, aus denen wir kommen, egal wo, wir kämpfen für Menschenrechte zusammen. We are here today as the refugees. Wir sind hier heute zusammen als Geflüchtete. Fighting here, demanding our rights. Yeah. Kämpfen hier, um unsere Rechte einzufordern. When we say here, it's not about Kreuzberg, it's about the Germany, it's about the politician, the government of Germany. Wenn wir hier sagen, dann geht es nicht um Kreuzberg. Es geht hier um Deutschland und um die Politik und Politiker aus Deutschland. If there is something happening in Kreuzberg, it's about Germany. Wenn hier in Kreuzberg etwas passiert, dann geht es um ganz Deutschland. Es geht nicht nur um Kreuzberg. And I repeat this: Are you ready to be guilty of your nation? Are you ready to be ashamed of your nation? Und ich wieder. Und ich wiederhole es. Wollt ihr euch schuldig machen für eure Nation? Wollt ihr wirklich die Schande verantworten für eure Nation? Let me come what was happening yesterday and then we go back to the demands. Yesterday it happened that the mayor, the district, which is called Monika Hamann, made the strategies to let the people go to the house as well as he can, you know, she can remove the tent. Gestern, ich will was erzählen, was gestern passiert ist. Gestern hat die Bezirksbürgermeisterin der Bezirk die Strategie gehabt, dass einige Leute in das Haus ziehen und dann die Zelte abgebaut werden. And after the moving of the people, they didn't even enter inside and to know whether the house is complete for these people or not. She came here in this tent and say, after 30 minutes, the eviction of Ranio Platt will take place, while the police already here. 150 police were already around. Während des Umzugs, als noch nicht mal alle Leute im Haus waren, kam die Bürgermeisterin hierher und hat zu uns gesprochen und gesagt, in 30 Minuten wird hier geräumt und die Polizei war bereits da. Über 150 Polizisten hier in der Umgebung. And directly to me she said, Napoli, the police will come and evict you in 30 minutes. Und sie hat es auch zu mir persönlich direkt gesagt, dass die Polizei kommen wird und euch in 30 Minuten räumen wird. What I said, you go and mobilize your police to come and evict me, but my right is to be here and I'm not afraid of police because it's not about the police, it's about you. Was ich gesagt habe, geht und mobilisiert die Polizei, um uns zu räumen. Ich habe keine Angst vor der Polizei.
Es geht nicht um die Polizei, es geht hier um dich. One thing is, she's too young for politics. Ein Punkt ist, dass sie zu jung ist, um Politik zu machen. The thing is, she make contribution for herself. If you go back to the tax to last July, first of August, the article. Article, 1st of August, she was saying we tolerate Oranio plan. We tolerate the people of Oranio plan, and the refugees are the ones to take decision. That was before election because she want to have the seat. But after that, what she said yesterday there, I have right and I'm the one deciding. And in the conference, their conference, they were saying we are the voice of refugees. We are supporting refugees. Now, where the truth? She contradicts herself. Come back to what we need now. She did. Ich möchte sagen, dass sie sich selbst widerspricht. Am 1. August in der Taz hat sie gesagt, dass sie den Kampf hier und die Geflüchteten tolerieren will und die Geflüchteten entscheiden sollen, was sie wollen. Und gestern kam sie und hat gesagt, dass sie das Recht hat, zu entscheiden, was hier passiert. Und auch auf ihrer Konferenz, ihrer eigenen Konferenz, haben sie gesagt, die Grünen, dass sie die Stimme der Geflüchteten seien. Und was sieht man jetzt, wenn man hier herkommt? Was ist die Wahrheit? This is not the first winter for us. This is the second winter. We had first winter. And we tell them that either you give us the warm place or we occupy ourselves. But it happened we occupy by ourselves, the school. And this time we say either you give us or we occupy. Yeah. So they gave us the house and tomorrow, the third winter, we will have the house and that's normal. But people, you keep for our demands because they didn't talk on our demands. They didn't never mention our demand. That's the root of the problem. And if you want really to solve the problem, you should solve the conflict before the war. If you want to help the poor, you should help the poverty before the poor. But they didn't do anything about this, about our demands. So we are here. Either they take us all to the prison, one person of us will still resist until we die. Either. Yeah. 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 Das hier ist nicht der erste Winter, den wir zu überstehen haben. Das ist bereits der zweite Winter. Im ersten Winter haben wir gesagt, entweder ihr gebt uns einen warmen Platz zum Bleiben oder wir besetzen ein Haus. Sie haben uns keinen Platz gegeben, wir haben ein Haus besetzt. In diesem Winter haben wir die Forderung wiederholt und sie haben uns ein Haus gegeben. Im dritten Winter werden wir das Haus haben und wir werden sehen. Und ein Schlüsselmoment ist, dass sie nie über unsere Forderungen sprechen. Sie haben nicht über unsere Forderungen gesprochen und über die Wurzeln des Problems. Und ich möchte sagen, man sollte den Konflikt lösen, bevor es den Krieg gibt. Wenn man den Armen helfen will, dann muss man erst die Armut lösen. Und wir werden hier mit dem Widerstand weitermachen. Auch wenn alle festgenommen werden, bis zur letzten Person werden wir hier Widerstand leisten, auch wenn wir dafür sterben müssen. I repeat.
our demands if they close up their ears not to hear. But I repeat again, our demands, one, is to stop all forms of deportation. Yeah. Einige sie nicht hören wollen. Erstens, alle Formen von Abschiebungen müssen sofort stoppen. Zweitens, alle Lager müssen sofort geschlossen werden. Drittens, die Residenzpflicht muss abgeschafft werden. Viertens, gebt uns Arbeit und das Recht zu arbeiten. Und ich möchte sagen, wir haben auch das Recht auf Privatsphäre und auf unsere Bewegung. The last point is that we are going, this is national, we are going internationally because we don't care about passport or whatever. We went by ourselves because we are passport ourselves. We are human beings. We are passport. Yeah. We go everywhere we like. And we did it. And we are going to do it. And be with us in 2014 because we have to face the parliament, which is called themselves EU. And now, either you vote for the EU for our killing, or you vote for us to get our demands. Yeah. Yeah. Der letzte Punkt, den ich sagen möchte, das, was hier jetzt gerade passiert, das ist auf nationaler Ebene. Aber wir werden auf die internationale Ebene gehen. Wir werden nach Brüssel zum EU-Parlament gehen. Und wir sind auch Menschen, die Rechte haben. Wir haben auch Pässe, mit denen wir uns bewegen können. Und wir wollen überall hingehen, wo wir hingehen wollen. Oder wir dürfen überall hingehen, wo wir hingehen wollen. Und wenn nächstes Jahr 2014 die Wahl ist, die EU-Wahl, dann gibt es nur die Möglichkeit, abzustimmen dafür, dass wir getötet werden oder abzustimmen dafür, dass unsere Forderungen erfüllt werden.